Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrter Herr Vizepräsident, sehr geehrte Hohe Vertreterin, bei den 2030-Agenda-Zielen gibt es für mich zwei Kernpunkte, die zu einem erfolgreichen Agenda-Prozess von herausragender Bedeutung noch bedacht werden müssen. Erstens die fehlende Politikkohärenz zwischen den verschiedenen Politikbereichen der EU und zweitens bedarf es weiterhin einer koordinierten Strategie der nationalen Staaten mit ihren Zielen und Zeitleisten. Ein Beispiel dafür ist die aktuelle wichtige Initiative der Kommission zu den Lieferketten im Textilsektor. Ich arbeite sehr intensiv an diesem Thema und habe dazu vor 2 Wochen auf der High-Level-Konferenz der Kommission als Parlamentsvertreter gesprochen. Allein die Grundabstimmung zwischen den verschiedenen Kommissionsbereichen hat mehrere Monate gedauert. Und ich hoffe, dass die Kommission die dazu angekündigte Übersichtsanalyse unter anderem über die bisherigen nationalen Textilanalysen bald vorlegen wird. Darüber hinaus bedarf es einer europäischen Beobachtungsstelle, die die Umsetzung der gesetzten Indikatoren zur Agenda 2030 von allen Mitgliedstaaten mitverfolgt, aber auch transparent macht. Wir haben vor einigen Monaten diesen Prozess gemeinsam in New York begonnen und ich hoffe, dass wir ihn erfolgreich zu Ende führen. Herzlichen Dank.